Konka ist wieder am Zug, Leute. Und am ziemlich angepissten Zug, wie ich finde. Ja, ich dachte, ich käme ja nicht weiter, aber dann habe ich mal meinen guten Freund Kovok 93 auf seinen Kanal besucht und erfahren, also durch seine Videos, dass man auch mal woanders wieder hingehen kann. Ihr erinnert euch noch, dieser Mistklumpen da, dieser Scheißhaufen, die kann man auch für was anderes benutzen. Ja, irgendwie fies, ich hole mir bei ihnen Hilfe. Naja. Ich hoffe, er kann es mir verzeihen, dass ich durch seine Videos nur weiterkomme. Er ist besser in dem Spiel als ich. Also ich glaube, weitere Bedeutung hat das hier im Moment nicht für uns, dass wir hier nicht weiterkommen. Ich bin mir nicht sicher. Erstmal woanders lang gehen. Ah, da ist Schokolade. Ah, ja. Boah, drei. Habt ihr das gesehen? Drei Bündel sind da oben. Ja, hier seht ihr jetzt nur einer. Passt auf, passt auf. Nicht einer, sondern drei. Boah, dreimal Money. Boah, das muss ich haben. Ah, Schokolade. Ja, mal drei. Hab ein bisschen lauter gedröht. Ist auch so. Oh, dieser Strudel schon wieder. Konka, du schaffst es. Boah. Hilfe. Oh mein Gott. Ah ja, gleich haben wir's. So. Ja. Ich höre wieder Money. So, jetzt hin. Und dahin. Mit dem Kackklumpen kann man auch noch was anderes machen. Maske aufgestülpt. Und hier hoch kann man gehen. Ah, ja. Wie konnte ich sowas nur übersehen? Ich einfältiges irgendetwas. Wow. So, hier hoch. Erinnert euch noch, dieser fette Mistkäfer war uns ja im Weg. Und mit diesem fetten Ding können wir ihn aber, naja, sagen wir mal, beseitigen. Ja, treff mich ruhig. Haha, du hast mich nicht getroffen. Ah, Konka, das schaffst du. Da ist es ja schon. So. Yeah, Dynamit erstmal reingesteckt. Und schups. Aufgefressen. Bounce. Let's blow it. Da kommt ein neuer. Den brauchen wir auch. Jetzt müssen wir nicht. Aua. Es ist eklig hier. Abartig. Jetzt müssen wir den Klumpen ganz bis nach oben schieben. Ja, renn, Konka. Was für eine Kombo von 14. Es ist so genial gemacht. Ah, sie greifen an. Roll ihn, Konka, roll ihn. Rollin'. Yay! Yeah. Was kann man denn da sagen, während Konka den Ball hier nach oben schiebt? Autsch, das kann man sagen. Boah, er ist voll platt erstmal. Oh, scheiße. Ah, nein, nicht nochmal. Hilfe, Konka, beeil dich. Boah, du. Kommt doch einer hoch, oder? Ah, nee, hier saß ja der Fettsack, ne? Ah, Hilfe. Nein. Boah. Ja, halt deine Klappe, du wolltest mich umnieten. Arsch. Was für ein riesen Scheißhaufen. Oh, nein. Ja, somebody gets me. Den werde ich aber jetzt noch nicht hier reinschieben, weil ich glaube, man kann nicht auf ihn rauf. Okay, alles klar. Ich habe gelernt. Ich dachte, man kann auf ihn drauf, um Money zu holen, weil da Money oben ist. Aber wie man sieht, nicht. Gehen wir einfach hoch. Halt's Maul. Ey, das muss doch. Ich dachte, es würde gehen.
Okay, es geht nicht. Dann schieben wir jetzt den Kackklumpen hier rein. So. Da rollt er runter. Schön die Tür eingebasht. Runter, Konker. Hui. Ah, naja. Aber jetzt brauchen wir keinen mehr. Jetzt ist die Kackaufgabe erledigt. So. Nochmal runter. Hui. Au. Ah. Ja, ja, rennen wir. Ja. Lass mich in Frieden. Ja, ja, hör auf zu reden. Mistkäfer, ahoi. Da ist er. Yeah. So, was haben wir hier denn? Was ist denn hier? Weiter habe ich auch nicht geguckt, bei Kovok, nur bis zu dieser Stelle. Nicht, dass ihr denkt, ich weiß jetzt alles. Au! Hey, Herr, what's where you going? Take my advice, get out of here. It's still really bad in there. You just don't want to go in there. Calm down. Now, just calm down and tell me what's the matter. Right. Okay. It all started about 2 days ago. Uh-huh. It was me and the lads. We're having a cup of tea. And then we know Tess has gone. We couldn't find him. I was thought, oh, maybe he's just gone off, you know, like do a bit of shopping or something. Merken die nichts. Basil was next. Ein riesiger Haufen Scheiße. Ein riesiger Hansch aus Scheiße hat sie eben gekrapscht. Aber die merken sich. I said, hey, Basil, how you doing there, mate? Basil. Anyway, he's over. Hallo. And that was it. Schnapp. This thing came out of the shit. And I thought to myself, oh no, I'm getting out of this. So I had to hide first. Uh-huh. And I came out, so I thought it was all clear. The lads are gone. The bastards are gonna help me in. I'm out of here. You can do what you like. There's some money up there if you can be asked to get it. See yous. Uh-huh. Okay. Es handelt also um irgendeine Hand aus Scheiße, die all seine Freunde entführt hat und er flieht jetzt, weil er nicht auch noch entführt werden will. Flick on. How you doing, guys? Bring me some sweet corn. Oh. Who's that? Ja, würde ich auch gerne wissen. Hm. Okay. Okay. That's what he wants. Mach mal was aber. Uah. Wow. Armes Ding. Autsch! Ey! Junge! Nein, 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 nein. Oh, Hilfe, ich brauch Leben! I need life! Komm her, du Doofes! Sweet Corn! Oh, warum trifft er mich? Ich bin doch nur ein armes Eichhörnchen! Ah, nein, 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 nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Ja, ja! Oh, oh! Nein, 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 nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Wow. Konka, das schaffst du. Du hast es geschafft. Wie, was war denn das? Ah, ich geh in Scheiße unter. Oh, je. Ein Ablassfurz. Der letzte Furz seines Lebens. Ja, noch einer. Ah, nee, nicht nochmal angucken. So. Haha, weggedrückt. Einfach so weggedrückt. Wieder wegdrücken. Na, ah, komm her. Ah, du doofes. Komm her, du doofes Stückchen. Süßes Korn. Popcorn. Ah, Hilfe. Boah. Okay, diesmal mache ich aber keinen Fehler hier. Schon wieder Scheiße. Die kann mich ja umbringen. Und die furzt auch noch. Muss ich den da rüberwerfen? Safe States regeln das. Und. Nein, ich muss ihn nicht rüberwerfen. Ich kann ihn gar nicht werfen. Ich kann ihn echt nicht werfen. Knallt einmal so ein Klumpen Scheiße runter hier. Okay. Okay, ach so, okay. Oh oh. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das? Das arme, süße Popcorn.
Es wurde vernichtend gefressen. Oder irgendwas in der Art. Und da schon wieder diese Hand. Mann. Ich kann nicht B einsetzen. Das ist wahrscheinlich wieder ein spezielles B. Aber ich würde sagen, das alles erst im nächsten Part. Um was für eine mysteriöse Hand es sich hier handelt. Wohin ist das Stückchen Popcorn verschwunden? Warum trinkt Conker in so einem Bereich hier Wasser? Woher hat er das überhaupt? Vielleicht hat er sich aus dem frischen See geschöpft. Aber egal, alles das im nächsten Part.